Wir müssen das Bubble-Waffeleisen noch anstecken. Mach du das. Ich hoffe, du hast keinen Hunger mitgebracht, weil Hunger ist heute genau das Falsche. Ich habe schon ein bisschen Hunger. Ja. Vielleicht hast du Glück, vielleicht hast du aber auch ganz viel Pech. Power. 170 Grad. Was ich da jetzt noch hin? Oh, jetzt habe ich schon wieder das Öl vergessen. Also nicht so schlimm. Das wurde eh nicht so gut geputzt. Ich muss erst mal einpacken. Alles voller Kabel. Hallo ihr Lieben, wir haben heute wieder ein neues Video für euch. Wie entscheiden wir eigentlich immer, wer anfängt? Du fängst immer an. Hey, manchmal fangst auch du an. Aber ich habe ja so viel zu sagen. Dieses Video ist eines, auf das habe ich mich nicht gefreut. Heute machen wir Bubble-Waffeln. Ich habe nämlich ein ziemlich cooles Bubble-Waffeleisen. Mit dem gebe ich gerne an. Ihr kennt uns. Diese Waffeln werden natürlich nicht einfach super lecker oder super schön. Weil dann würde ich mich ja auf das Video freuen. Nö. Wir machen ein Glücksspiel daraus. Wir haben hier Zettelchen mit Soßen und Toppings, die einerseits richtig lecker sind, aber auch richtig, richtig ekelhaft sein können. Hier steht zum Beispiel Ketchup. Chips. Senf. Aber auch Banani. Kann schmecken. Ich bin jetzt kein Bananenfan, aber Sarina mag Bananen. Ich habe gehört, es gibt auch eine Zwiebel. Mhm, klar doch. Alles da. Ist eine halbe Zwiebel. Die andere Hälfte habe ich zum Kochen verwendet. Es ist ein Beweismaterial und wurde abgepackt. Ab in die Asservatenkammer damit. Und das Coole daran ist, die Chancen sind sehr, sehr hoch, dass wir was Ekliges erwischen, weil wir immer 3 Zettel pro Waffel ziehen müssen. Das heißt, vielleicht hat man 2 gute und dann kommt noch die Zwiebel dazu und dann ist alles ruiniert. Einmal Soße und 2-mal Topping. Ich bin dafür, dass du anfängst. Erst müssen wir meine Waffel backen. Du darfst es schließen. Waffelt schön. Ich liebe das Geräusch. Ich habe ein bisschen zu viel Teig reingemacht, das tropft schon. Möchtest du anfangen? Nee, du fängst an. Sarina, zieh eine Soße. Ich nehme rosa, weil das passt gut zu meinem Outfit. Oder hast du da extra die Bild? Nein, ich schwöre, ich habe keinen Farbcode gemacht, als ich alles aufgeschrieben habe. Mir ist kurz die Idee gekommen, aber ich dachte, so böse bin ich nicht. Oh, ich kann nicht vertrauen. Vicky hat die Zettel geschrieben. Spätestens, wenn meine Waffe dran ist, wirst du sehen, du kannst mir vertrauen. Aber ich... Was haben wir? Senf! Wer weiß, vielleicht wird es ja eine salzige Waffe. Vielleicht bekommst du Senf, Gurken und Chips. Vielleicht wird sie auch gut. Heul nicht gleich zu Beginn. Mhm. Schon ziemlich schlimm. Du darfst mal die Waffel wenden. Das ganze Waffeleisen. Du siehst einfach nicht so professionell aus wie ich dabei. Das ist nicht so einfach. Was bringt es, das zu wenden? Siehst du, jetzt fluppt es so in die andere Seite, dass es von beiden Seiten schön durch wird. Das ist Perfektion. Davon hast du keine Ahnung. Wegen Schwerkraft und so. 2 Toppings für dich. Ich bin aufgeregter als sie. Schokostreusel, das ist nicht gut. Passt auf jeden Fall nicht so gut zum Senf. Das wäre eigentlich toll, aber naja. Aber ich kann ja mal so kosten. Du brauchst noch eine 3. Zutat. Denkst du, das fällt nicht auf? Okay, jetzt nehme ich noch Hellblau. Mann, dir sage ich gar nichts mehr. Ja, ich darf's wissen. Oh! Oliven! Also ich finde, könnte Schlimmeres geben. Stell dir vor, du hättest jetzt Nutella mit Oliven. Das wäre schlimmer. Aber ist die schon fertig? Wieder zurückwenden, dann können wir gucken. Sieht gut aus. Uiuiuiuiui, wie die duftet. Das sind halt so richtig dicke Bubbles. Ich bin ja nicht so. Du bekommst eine halbe. Andere Hälfte ist für mich gleich. Na, dann legen wir los. Wer kennt's? Beim Senf kommt erst immer Wasser raus, wenn man ihn nicht schüttelt. Okay. Also du musst jetzt echt nicht sparsam sein. Du magst doch Senf, oder? Aber nicht auf einer Waffel. Ja, ist okay. Genehmige ich so. Oh, jetzt riecht's hier nach Senf, ey. Darauf komme ich nicht klar. Der ganze gute Waffelduft ist einfach verloren. Hey, stell mir wirklich vor, das schmeckt gut am Ende. Wer weiß. Wir könnten jetzt die Leute anlügen, so tun, als würde es schmecken, dann macht jeder zu Hause nach. Schon gestreuselt. Du musst echt nicht sparsam sein. Finde ich gut. Oh Mann. Hey, du hast ja nicht mal was gegen Oliven. Von dem her... Eigentlich mag ich Oliven. Das sind sogar richtige Premium-Oliven, die ich hier für dich besorgt habe. Eine noch, das reicht. Ja, finde ich gut. Das Wichtigste bei der Bubble-Waffel ist natürlich einrollen. Ein kleiner Wrap. Oh, hier sind 2 Oliven rausgefallen. Ich kontrolliere das. Einfach so genüsslich reinbeißen. Ich vergesse nicht meine Tischmanieren, wo ich so ein Mal habe. Ist ja schön von allem etwas dabei. Ja. Ja. Oh, die Schokostreusel sind geschmolzen. Seid ihr auch so gespannt? Und sind schon alle Aromen durchgekommen? Also, das ist nicht so schlimm. Hä, wieso das denn? Ein bisschen mehr Senf finde ich noch. Ich liebe dieses Video jetzt schon. Hä, das schmeckt gar nicht so schlecht. Du bist einfach zu hungrig gerade. Ich glaube, wenn man hungrig ist, schmeckt einem alles. Ich esse dann mal weiter. Mach mal die nächste Waffel. Okay. Mhm, ja, ich mach weiter.
Du hast nicht mehr alle Tassen im Schrank, weißt du das eigentlich? Willst du eigentlich auch probieren? Nein, spinnst du? Das kannst du schon alleine aufessen. Das ist voll mein Ding, ey. Sie nicht mehr alle. Hey, ich dachte, das schmeckt jetzt voll eklig. Pass auf. Waffel Nummer 2 ist in the making. Das Besteck muss ich behalten, oder? Ja. Ich bin dran. Ich habe Angst. Aber vielleicht habe ich ja mehr Glück. Habe ich so ein Gefühl. Ich gucke sogar nicht mal auf die Farbe, ja? Sonst wird mir noch Betrug vorgeworfen. Grün. Angst. 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 Yes! Butter! Das geht mit allem. Das geht mit süß und mit salzig. Das ist voll die gute Grundlage. Ja, aber hat schon mal wer von euch Butter auf eine Waffel gemacht? Ich fange gleich an mit meinem ersten Step. Ich weiß noch nicht, wie es weitergeht, aber ich bin zufrieden. Ein Messer voll Butter. Ich drehe das Waffeleisen, okay? Aber der Schlauch hängt hier irgendwo fest. Oh nein, wir haben es schon kaputt gemacht. Alles repariert. Entschuldigung, zurück zu meiner Butter. Die schmilzt jetzt so schnell auf der warmen Waffel, aber ich glaube, ich habe überall Butter verteilt. Ich ziehe gleich beide. Kann ich einen auch machen? Okay, okay. Es ist süß und salzig. Zwiebel. Wirklich? Nein. Leider nicht. Das wäre gut gewesen. Ich habe nämlich Essiguten. Tomate. Das wird ja eine richtig gute Gemüsewaffel. Leute, ich habe Glück. Wärst du so lieb und holst mir die Tomate? Ich habe die oben vergessen. Nur zu gerne. Ich verteile so lange schon die Essiggurken. Wenn ich das Glas aufbekomme. Wer kennt den Gabeltrick? Der geht so, nur leider verbiege ich damit alle meine Gabeln. Hab bald keine funktionierenden Gabeln mehr. Hä? Es hat doch gerade plopp gemacht. Ah, auf dem Ohr. Nein! Oh nein! Ich habe mich mit Essig angeschüttet. Ich muss heute noch raus. Ja, gut, dann rieche ich jetzt nach Essig. Kein Problem. Ach ja, übrigens, wenn ihr nicht wisst, wovon ich spreche, das sind Gewürzgurken. Wir in Österreich sagen dazu Essiggurkel. Ja, Gurkel. Soll ich die schneiden oder so im Ganzen drauflegen? Ach, ha, wir haben ja nichts zu verlieren. Wie konnte ich nur so ein salziges Glück haben? Heute ist einfach mein Tag. Ich bin bereit für die Tomate. Kannst du fangen? Eine frische Bio-Tomate. Das ist schon ein bisschen braun. Oh, ausschalten und rausholen. Die nächste wird einfach Knusper-Edition. Gut, dass du dran gedacht hast. Da verlasse ich einmal kurz den Raum und du fackelst das die Bude ab. Du bist Waffel zuständig, ich bin Topping zuständig. Einrollen! Also ich vergesse meine Tischmanieren. Du hattest noch nie welche. Bitte was? Einen großen Bissen. Du weißt schon, dass dieses Video ein bisschen fail ist, wenn alles gut schmeckt. Es schmeckt ein bisschen wie Nudelsalat. Was? Na, wegen der Essiggurke und der Tomate. Das ist wirklich toll. Keine Sorge, ich esse später alles auf. Knusperwaffel für dich. Warum knurrt Suri denn? Ich weiß es nicht. Ich glaube, sie weiß es selbst nicht. Ist gerade an der Tür gestanden und geknurrt. Müssen wir uns Sorgen machen? Vielleicht steht ein Einbrecher vor der Tür. Aber es ist zugesperrt, er kommt eh nicht rein. Und nein, ich bin nicht ready. Welche Soße bekommt Sarina? Ich hoffe ja auf Nutella und dann hoffe ich auf Zwiebel und dann als Abrundung vielleicht noch Kirschen. Grün hatte ich noch nie. Marmelade! Kann ich eine aussuchen? Nein, es gibt die, die es gibt. Selbstgemachte Marillenmarmelade von meiner Mama. Also kein schlechtes Wort über die Marmelade verlieren. Wenn es später nicht schmeckt, die Marmelade war nicht schuld. Zwiebel, 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 Zwiebel. Vor allem, Sarina ist ein besonderer Liebhaber von rohen Zwiebeln. Gleich gern wie Knoblauch. Ich hasse es unendlich. Hä, wieso haben wir eigentlich keinen Knoblauch auf der Liste? Irgendwann ist auch zu viel des Guten. Her mit der Schüssel. Ich hab Angst. Banane! Oh, oh, oh. Gabe. Himbeeren. Wow, ich bin der Gewinnertyp. Und da will noch mal einer sagen, ich hätte die Zettel manipuliert. Geübte Bananenschneider machen das immer so. Ich glaube nicht, dass du in irgendwas geübt bist. Die Bananenstücke schauen auch echt grausam aus. Das Messer ist schuld. Mhm. Sind die Bio? Mhm. Aber die sind nicht gewaschen. Doch. Also, wascht euer Obst und Gemüse, das ist sehr wichtig. Oder kauft es im Bio. Danke, Frau Lehrerin. Das meine ich voll ernst. Wascht auch euer Bio-Gemüse und wascht eure Hände. Und esst viel Gemüse. Noch etwas? Bleibt gesund. Das ist eine Fruchtexplosion. Schön für dich. Das interessiert uns alle gar nicht. Die jetzt schon wieder wegräumen, ich bin dran. Wie könnte ich Vickys Zettel jetzt manipulieren? Apfel? Ich kann einfach die guten alle rausnehmen. Okay, nee, wir bleiben fair. Gibt's überhaupt noch gute Soßen? Schlechte Soßen? War das so ein Glücksmarathon? Ja. Achtung, Leute, ich zeig's euch zuerst. Ketchup! Ketchup! Dum, dum. Ja, so viel dazu. Danke. Das ist mein nächster Zettel.
Cornflakes! Cornflakes mit Ketchup. Cornflakes mit Ketchup. Ich habe nur diese hier. Es gibt keine Auswahl oder so. Das sind Juice Cornflakes! Mit Zimtgeschmack. Das passt bestimmt gut zu Ketchup. Du darfst das nicht essen. Wie viele muss ich? Ja, so eine Waffel mit Ketchup ist echt das Komischste, was ich je gesehen habe. Es riecht auch schon ganz komisch. Zimt und Ketchup in Kombination. Was ist das? Mein Glück hat mich verlassen. Ganz ehrlich, welche von allen Zutaten, die wir haben, soll das noch retten? Gute Frage. Das sieht nicht gut aus. Nein! Ich bin selbst schuld, ich habe es verschrien. Was? Ich habe Sarina zu oft Zwiebel gewünscht. Jetzt hat sie Zwiebel. Zwiebel und Cornflakes! Und Ketchup und eine Waffel. Dann nehme ich mal mein Brettchen zur Hand und mein Zwiebelsäckchen. Ich entferne mich. Ich schneide halt einfach mal Zwiebelringe. Leute, wenn ich heule, es sind nicht nur die Zwiebeln, das sind auch meine echten Gefühle. Also eigentlich kann ich da jetzt auch, keine Ahnung, auch noch Nutella draufschmieren, wird es auch nicht schlimmer. Bin echt sauer. Was? Allein schon dieser Geruch, Leute. Zimt und Zwiebel, das geht nicht. Da ist Zimt und Zucker drauf auf diesen Cornflake. Wisst ihr, ich würde mir doch einfach Senf wünschen. Ich würde mir gerade alles wünschen, aber nicht das. Wir wollen alle live mit dabei sein. Das ist voll das Riesenstück. Du musst die ganze Waffel essen. Dieses Süße und dann dieser Zwiebel. Ich, Augen zu und durch. Wir haben keinen Spuckeimer hier. Das wird nur mehr im Mund. Was ist nur falsch mit diesem? Nein! Hilfe, Leute, Hilfe! Das knuspert ja richtig. Du bist schon, wenn mir schlecht wird gleich. Ich kann nie wieder in meinem Leben Waffeln essen, ohne daran zu denken. Mein Leben ist ruiniert. Was lernen wir daraus? Wünscht anderen Menschen nichts Schlechtes, weil dann bekommt ihr es selbst. Fällt mir eine Grube rein. Schreibt unbedingt noch eure Ideen in die Kommentare, womit wir das noch machen können. Dieses Zettelchen-Spiel, zum Beispiel mit Pancakes oder mit Eis oder mit Frozen-Joghurt. Ihr wisst schon, Ideen her damit. Lasst dem Video unbedingt.